sechs Dinge hier. Ich glaube, so viel sind wir sogar noch, oder? Mehr sogar ein bisschen. Ach so, Lehm brauche ich auch noch, stimmt. Zwei Stück. Habe ich, glaube ich, sogar noch da. Genau, zwei Lehmziegelsteine, die haben wir auch noch. Na, in der Zwischenzeit können wir auch die hier fix mitnehmen, dann ist es ein bisschen aufgeräumter. Hallo? Wollte nicht genommen werden. So. Dann ist die Frage, ja, Anaconda-Insel. Auf alle Fälle. Und, hey, super. Lehmziegel. Oh, ich habe keine mehr. Lagerfeuer, Arsch, sieht auch ziemlich mau aus. Aber hier ich welche. So. Hat die auch eine Haltbarkeit? Nee, oder? Also doch eigentlich. Ach, hier oben ist die andere. Ah. Wir können sogar drei bauen. Jetzt muss man das Wasser hergeben. So, wenn du keinen Durst hast, ja, dann. Trinkst du voll wenig. Oh, Sack. So, den Rest verschütten wir. Dann machen wir es mal zusammen. In der Weile kann man schnell was trinken. Mhm. Sehr gut. So. Trick 17. Dann müssen wir nicht einzeln laufen. Zack und zack. 52 Kilo natürlich. Dann essen wir schnell mal was. Oh nein! Oh, aber man hat trotzdem noch also ein paar Proteine. Vermutlich wegen den Maden, die da drin sind. Denke ich. Na komm, erstmal Stretch. So. Okay, die Fische schaffen es, einen Lehmziegelstein zu bewegen. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass Fische so stark sind. Ich glaube, die nennen sich auch Hulkfische. So. Den fertig und den. Ein trockenes Blatt. Jetzt kann man nämlich da eine Bienenkönigin reinstecken und die produzieren jetzt ganz fleißig ein bisschen Honig. Ist gut für die Viecher hier. Ein Bidon ist leer. Ah, sie haben Pilze. Oha, die wachsen ja voll schnell nach eigentlich. Einen halben Kilometer rumlaufen. So. Voll die schönen Schmetterlinge. Heute ja, war ich mit Aguri und Koro unterwegs. Und da war so ein Eichhörnchen. Ja. Es hat erstmal so geschimpft. Und dann sind wir halt hingucken gegangen, warum es denn geschimpft hat. Ja. Aguri stand neben mir. Ich bin halt ein bisschen weiter vor. Und dann das Eichhörnchen saß erst oben auf dem Ast. Guckte zu uns runter und schimpfte. Voll süß eigentlich. Als ich näher kam, weil ich gegangen bin, war es so, dass das Eichhörnchen mir plötzlich entgegenkam, ja. Mich immer weiter anschimpfte und schimpfte. Und das Eichhörnchen meinte dann so, ja, ich bin hier der King, ja. Du darfst hier nicht sein. Geh weg. Hab ich verstanden. Bin dann weggegangen, ja, haben es dann in Ruhe gelassen. Dann habe ich zu Aguri gesagt, pass auf, der wird jetzt zu seinem Bres gehen, ja, sagen, hier, Kollegen, ich habe ganz allein einen Menschen verjagt, ja. Würde es richtig hart anpreisen und sich drüber freuen, so ein bisschen angeben, dass er einen Menschen verjagt hat.
Dass er schon irgendwie cute ist. Das war echt ein süßes Eichhörnchen. Sehr mutig. Also Respekt an das Eichhörnchen. Sehr mutig. Ich hätte es gerne mitgenommen. Also hätte es mich angesprungen, ich hätte es wahrscheinlich aufgefangen und dann hätte ich es einfach mitgenommen. Und Agui hat ja zwei Mutsis, ja, total süße. Und ich hätte mich, also ich frage mich heute immer noch, also jetzt immer noch, was wäre passiert, wenn wir das Eichhörnchen einfach mitgenommen hätten. Dann hätte ein Mutsi einfach einen Spielgefährten gehabt und wäre, wäre glücklich durch die Wohnung gerannt. Und hätte wahrscheinlich in seiner Glücklichkeit einfach alles zerstört. Und dann aus dem Fenster rausgesprungen, so. Mit Fenster zerstören und sowas. Es war ein Superhörnchen. Bin mir sicher, dass es ein Superhörnchen war. So, dann meine Machete. Wie viel hat die? 88? 99? Ja, komm, wir tauschen mal aus. So. So, wir sind eigentlich recht gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir schauen. Eigentlich müssen wir recht schnell zur Anaconda-Insel kommen. Weil der Weg ja eigentlich auch nur in, praktisch in die Richtung ist. Und dahinter ist es, also hinter dem Gebirge da, sage ich mal, ist es ja praktisch schon. Ist der Baum hier. Einfach neben Baum schlafen. Was trinken. Trinken ist wichtig, Leute. Kann man schon mal machen. So. Gut. Wir sind schmutzig. Vermutlich wegen dem Leben. Ich weiß nicht, was er hier macht. Koro arbeitet mit dem ganzen Körper. So. Wir sind sauber, wir sind immer noch ein bisschen hungrig. Das Feuer ist auch noch an. Ist aber gleich aus. So. Tschö. War meine Freude. Wir. Wohl, bevor wir zu einer Konda-Insel gehen, könnten wir eigentlich, wie gesagt, diese eine Legende mal machen. Wenn wir eh schon den Stream anhaben, können wir auch eine Legende machen. Wenn es sie so voll schwer. Ja. Ich glaube, wenn wir sterben, verlieren wir das Loot, glaube ich nicht, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht. So, hier so eine Frucht. Die gönnen wir uns an. Was brauchen wir überhaupt? Fett und Proteine. Ich habe tatsächlich kein Fleisch mehr. Da habe ich die Maden weggemacht. Dummerchen. Aber, ja, passt schon. Denke ich. Bin mir nicht sicher. Theoretisch müssten wir jetzt eigentlich ganz nach oben zu dieser einen Legende bei 47 und 15. Es ist jetzt ein ewig weiter Weg. Ja, komm, gehen wir einfach hin. 47. 15. Ja. Kriegen wir schon hin, denke ich. Ja, ein paar Energy-Pilze dabei. Und ernähren uns auch von Pilzen. Easy. Easy going. Ist aktuell noch dunkel. War es jetzt aber nicht so schlimm ist, kann man ja überleben. Hauptsache, dass wir ein paar Pfeile haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe eine Rüstung. Ich habe eine gute Rüstung. Zur Not kann man sich immer noch eine machen. Genug Eisen haben wir da. Und ja. Ich will jetzt einfach hier so hochlaufen. Genau. Wir sind jetzt hier ungefähr. Wir gehen jetzt hier so hoch. Einfach theoretisch geradeaus
ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber I guess, wir kriegen das nicht. Es müsste, glaube ich, hier sein. Ansonsten hier. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ansonsten müssen wir uns mal schlau machen und fragen Google. Ich habe kein Wasser mitgenommen. Egal. Hab so wild. Wir haben ein Parasitenpilze. Die machen uns heile. Sind jetzt echt zwei Leute? Boah, Kollege. Aber gerade so, ne? So mit der Spitze. Mit der Spitze der Spitze. Larven kann man mitnehmen. Muss man mitnehmen. Also wir speichern auch da, wo es geht, halt, würde ich sagen. Ich habe Angst immer, dass wir sterben. So. Jetzt sind wir ungefähr hier. Das müssen wir nicht theoretisch geradeaus hoch. Aber ja. Machen wir einfach mal. Einfach mal so straight nach oben. Zwischendurch bestimmt noch ein paar Tigerchen geben und sowas. Sag ich doch. Ist dann schon haut er ab. Sag ich doch, wir haben irgendwo einen Tiger. Ein Arschgesicht, weißt? Haut er ab. Bleibt nicht hier. Feigling. So. Ach, hier war, glaube ich, auch so eine kleine Base. Hier geht es wieder runter. Oh, warte mal. Kohlenhydrate. So, kann man schon mitnehmen. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Hell ist immer gut. Sogar eine Kokosnuss leere. Okay, wir sind 48, 16. Wir müssen zu 47. 47, 15. Jo, geh wieder hoch, müssen wir. Blätter im Gesicht. Ich hätte die Frage, ob wir jetzt da hoch müssen. Vermutlich. Bin jetzt auch nicht so sicher. Unten ist es nicht, oder? Ist ja irgendwie blöd, wenn es hier unten wäre. Nee. Müssen doch eigentlich von hier, ne? 47, 15. Müssten eigentlich noch da. Das ist vielleicht doch hier oben. Mal einfach mal. Auf alle Fälle irgendwie bei der Legende. Ja, da müssen schon hier hoch, oder? Dann ging es doch hoch, glaube ich. Genau. Hier so. Oder nee, auch nicht. Auf
Auf der anderen Seite vielleicht, aber glaube ich, ging es hoch. Einfach mal kurz schauen. Hier. Hier ist auf alle Fälle die Legende. Und ich glaube... Das Ding ist, es muss halt irgendwie Nacht sein, oder? Ich bin nicht sicher, ob es da war. Also hier sind wir jetzt ungefähr. Und oben eine Höhle. Vielleicht ist es da. Bin mir nicht sicher. Nicht sicher. Was machen wir? Erstmal trinken. Der Tanz des Todes. Mutprobe, um Siegbang Hacker herauszufordern. Suchen sein Versteck nach Knochen und Opfer und zum Dunkeln den Blick in den Himmel gerichtet. Kaum zu sehen, dass dreimal nach Sonnenuntergang ein Opfer zurück. Fleisch gut geschützt vor Klauen, endlich der Genuss. Vierten Tag wird die Bestie erscheinen. Trophäe in der Hand des Ältesten und jene rächen, die ihr Leben verloren. Ich glaube, ich weiß wo. Du findest sie im Dunkeln, den Blick in den Himmel gerichtet. Vielleicht hier oben, da wo wir gerade waren. Ja, hier so. Ist so ein Loch. Ja, vielleicht ist es damit gemeint. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will nicht wirklich reinfallen. Hallo? Fall nicht rein? Dass er vielleicht da irgendwie ein Opfer bringt? Mei. Schwierig. Aber eigentlich müsste es so sein, aber halt 4 Tage. Also sie müssen sie anfüttern oder was? Man kann ja sein. Ja. Auf alle Fälle ist hier eine Höhle halt, ne? Aber sind hier. Einfach mal hier, wollen wir einmal hier so reinglitschen? Schauen, was passiert. Komm, guck mal, was hier drin ist. Jo, erstmal kurzen Freeze. Sieht aus, als ob er sein Handgelenk gebrochen hat. Hier ist irgendwelche Opfer. Irgendwelche. Ah. Aber. Wo soll das denn sein? Es sind sehr viele Eisenadern, die aber schon auf sind. Hier ist noch einer. Aber ich habe jetzt keine Spitzaxt dabei. Ich kann mir vorstellen, dass er dann vielleicht hier hinkommt. Oh. Gehst mal zugrunde. Genauso wie du. Aber hier sind auch keine Opfer oder sowas.
Also die Frage. Wo könnte das sein? Ah, wir haben doch eigentlich alles, oder? Vom Tanz des Todes. Ja. Normalerweise war es immer so, dass du halt eine Art Fragezeichen dann hattest. Aber ich weiß, dass es hier oben irgendwo sein muss. Entweder hier oder hier. Wenn das hier nicht ist, könnte man ja eventuell sogar einfach hier so rüber. 52, 15. Wäre sogar richtig von der Höhe halt her, ne? Gehen wir da schauen. Gehen mal gucken, ob wir da irgendwas finden mit 52, 15. Jetzt mal reinrennen. Ich habe es ja nicht gesehen, aber so spät gehandelt. Naja, heul nicht rum. So schlimm ist es nun auch nicht. Es ist nur ein kleiner Biss. Ja. Ja. Klein und schnucklig. Zack, Tafelband rum. Jetzt haben wir halt ein bisschen Fieber. Mei. Dann wäre es ja langweilig, wenn es nicht aufregend wäre. So, ich sagte 52, 15. Im Prinzip sind wir richtig. Oha, er ist ja mal festgebackt. Da ist eine Erhöhung. Wir müssen hier runter, I guess. Ja, Mäuschen. Er kann sogar speichern. Schau. Gut. Zum Speichern haben wir sogar was zu trinken bestimmt drin, oder? Nee. Schade. Halb so wild. Obwohl, nee, wir brauchen gar nicht speichern. Pass auf, wir schlafen und dann speichern wir. Dann ist nämlich unser Gift weg und das Fieber ist weg. Und zack. Jetzt können wir speichern. Macht mehr Sinn. So. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt schauen wir, ob hier irgendwo was ist. Ah, hier ist Wasser. Das würde halt mehr Sinn machen mit dem Fleisch geschützt, mit den Klauen. Vielleicht kann es sich eigentlich nur um ein Crocodile Dundee halten gehen hier. So, eventuell. Wir werden es sehen. Ich glaube, hinten war ich noch gar nicht. Trotzdem sollten wir aufpassen, dass hier. Ah doch, hier waren wir schon. Hier war ja noch Gift. War eigentlich auch eine Legende. Hier war auch eine Legende, stimmt. Hier waren wir schon mal. Wir sind jetzt 52, 15. Genau, wir sind jetzt praktisch oben links am Fluss, da wo die Legende ist. Das Legendenzeichen. Vielleicht kann man irgendwie da hoch. Ich bezweifle, dass man irgendwie hier hochklitschen kann. Hier ist nicht zufällig, oder? Bäh. So eklig. Ich schau wieder hoch hier. Muss sowas irgendwie ähnliches wie eine Höhle sein.
Ja, und das kann halt nur in der Richtung sein hier. Vielleicht kann man da hoch. Wir schauen auch einfach mal nach. Wir machen einfach ein bisschen Musik im Wasser. Gehen hier wieder hoch und raus, beziehungsweise. Und gucken, ob wir hier hoch können. Hey, da ist ein Dude. Hallo, Dude. Ich glaube auch nicht, dass wir hier hin können, oder? Geht es da noch lang? Kann man hier... Nein, oder? Nee. Vielleicht da hinten? Einfach mal ein bisschen rumschauen. Ist das ja nur so. Mal gucken. Ich hätte halt gern die Legende auch fertig gemacht, ja. Und irgendwo ist auch noch eine Höhle. Da muss noch irgendwo so ein Dug liegen. Also irgendwas Kleines muss es noch geben. Boah, das war jetzt ein komisches Geräusch, ey. Das war die Kokosnuss. Hier ist auch nichts, ne? Vielleicht da oben oder so. Ah, Mann, 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 Mann. Hier? Gehen wir mal hier rein. Ach, hier waren wir auch schon mal. Stopp! Mal hier schauen. Aber ich glaube, hier ist auch nichts weiter, oder? Na, hier waren wir auch schon. Da ist eine Axt. Halt. Ich glaube, da war ein Dings drin, eine. Natürlich waren wir hier schon mal. Aber. Skorpion. Es ist sehr schwierig, hier irgendwie was zu finden. Hier sind wir wieder zurück, oder? Ja, genau. Gerade im Kreis gelaufen, halb so wild. Gehört dazu. So, gehen wir in die Richtung. Aber ich glaube, dann kommen wir auch nicht weit. Ist die Schlange. Also man kann wirklich sehr viel Eisen farmen, wenn man das möchte. Wenn man so eine Eisenrundtour macht, kann man auch einfach Eisenfarmen ohne Ende. Ja, hier sind wir wieder hier. Okay, gibt also nur einen Eingang und einen Ausgang, ist ja klar. So. Hier ist es schon mal nicht. Also es müssen irgendwie mit Opfern sein, also mit Überresten, I guess. Man nur müsste wo. Ja, wir gehen halt hier so weiter. Hier waren wir gerade. Jetzt gehen wir hier so lang. Aber ich glaube, da kommen wir halt auch nicht weiter. Ich glaube, dann ist da auch Schluss. Haben wir auch schon was gebaut hier, so wie es aussieht. Ja, hier ist so das Ende der Map. Hier ist es. Schluss, aus, Ende, wenn du hier ins Wasser gehst und raus schwimmst, dann kann es passieren, dass die Piranhas dich einfach eiskalt auffressen. Hinten leuchtet irgendwas. Seht ihr das? Da so, da hinten. Was es wohl sein könnte? Ja, komm, wir trinken mal was. Haben wir was dabei? Nee, aber wir haben solche Pilze dabei. So. Oh. Du hast das so gesagt. Also musst du jetzt damit leben, dass du solche Viecher dir einholst. So. Alles klar. Ach stimmt, da oben müsste, glaube ich, auch eine Base sein, theoretisch, weil hier ist auch Bambus. Da muss doch irgendwo eine sein.
Eine ganz große Bambus-Base. Bambus-Base. Da, sag ich doch. Über alles, was gebaut wird. Überall gibt es sauberes Wasser.